Ich bin nach dem Mindslam-Video gefragt worden, was denn dieses Dia und die Kritik an der CVAG mit dem Rucksack zu tun hatte, was in dem Video drin ist. Und das möchte ich ja gerne in dem Video erläutern, mit dem Thema, was hatte der Auge um Auge Tatort am 12.11.2017, also der aus Dresden, mit der CVAG zu tun. Am 2. Juni, also zu meinem Geburtstag, ist mein Sohn mit seinem Freund zusammen Bus gefahren mit der Linie 21. Da der Bus ins Depot fahren wollte, weil es war 18.40 Uhr, 18.42 Uhr, hat der Busfahrer meinen Sohn und seinen Freund aufgefordert, am Stephan-Heim-Platz, also eine Haltestelle vor der Zentralhaltestelle, auszusteigen, weil er ins Depot fahren würde. Die beiden haben sich also ihre BMX-Räder geschnappt, haben die mit nach draußen genommen. Und bevor mein Sohn jetzt einsteigen konnte, um noch seinen Rucksack zu holen, hat der Busfahrer entsprechend die Tür zugemacht und ist mit dem Bus Richtung Depot gefahren. Da das jetzt schon kurz vor 7 war, hat sich mein Sohn schnell sein BMX-Rad geschnappt und ist zur Servicestelle der CVAG an der Zentralhaltestelle gefahren und hat der Mitarbeiterin dort geschildert, was passiert ist, dass sein Rucksack mit im Bus ist und dass er doch anrufen sollte, damit der Rucksack von dem Busfahrer mitgenommen wird, damit er ihn wiederbekommen kann. Die Mitarbeiterin muss wohl extrem unfreundlich gewesen sein, abgewimmelt haben, hat gesagt, der Busfahrer muss das sowieso kontrollieren und er soll morgen anrufen und dann wird er seinen Rucksack schon bekommen, wenn er denn dort gefunden wurde. Also sind wir also am 3.6. wieder zur Servicestelle der CVAG gefahren und der Mitarbeiter, der dort war, hat entsprechend dort angerufen im Depot, ob der Rucksack gefunden worden ist und sagte, der Rucksack wurde nicht gefunden und wahrscheinlich hätte den irgendein Fahrgast geklaut und die CVAG könnte dafür nichts und wir hätten Pech gehabt. Erst als der Mitarbeiter dann verstanden hat, dass es eine Leerfahrt war und tatsächlich nur sein Kollege im Bus drin saß und der Rucksack verschwunden ist, hat er den Fall zumindest aufgenommen. Unser nächster Kontakt mit der CVAG war dann, nachdem wir eine Beschwerde geschrieben haben und nun wissen wollten, wie es weitergeht, mit der Hauptverwaltung der CVAG und dort mit der Rechtsabteilung, die als erstes nichts anderes zu tun hatte, als uns einzuschüchtern, zu drohen und zu ermahnen, dass wir, wenn wir nochmal sagen würden, irgendjemand von der CVAG könnte dran schuld sein, dass dieser Rucksack verloren ist, dann würden sie uns wegen Verleumdung anzeigen. So, und sie würden das Ganze jetzt klären. Nachdem sie sich die Videoaufzeichnung vom Bus angeschaut hatten, hatte sich herausgestellt, dass der Bus am nächsten Tag, am 3.6., also inklusive des Rucksacks hinten wieder rausgefahren ist, dort ein Fahrgast den Rucksack tatsächlich mitgenommen hat, gestohlen hat, nicht wieder abgegeben hat und deswegen der Rucksack verloren gegangen ist. Das heißt, er ist in der Obhut der CVAG verloren gegangen und es hat sich herausgestellt, dass also nicht bloß der Busfahrer am Abend, wo er den Bus abgestellt hat, nicht so gründlich durch den Bus gegangen ist, dass er einen kompletten Rucksack hätte auf dem Rücksitz entdeckt, sondern auch die Busse werden gereinigt. Es gab also auch noch einen kompletten Reinigungsdienst, der alles schön ordentlich sauber gemacht hat in dem Bus. Und zwar so sauber, dass auch dem Reinigungsdienst dieser Rucksack überhaupt nicht aufgefallen ist hinten, dass da noch was drin ist. Und der Busfahrer auch am nächsten Tag, bevor er seine Schicht begonnen hat, wieder durch den Bus gegangen ist und ihn kontrolliert hat, keinen Rucksack bemerkt hat und demzufolge mit diesem Rucksack rausgefahren ist, so dass er gestohlen werden konnte. Das heißt, sowohl zweimal der Service Point an der Zentralhaltestelle hat mit seinen Mitarbeitern komplett versagt, inklusive extremer Unfreundlichkeit. Noch hat irgendein Prozess seitens der CVAG mit dem Bus von dem Abend bis zum nächsten Morgen funktioniert und deswegen war der Rucksack verloren gegangen. Nachdem das nun aus dem Video deutlich wurde, hat die CVAG sich dort noch lange nicht entschuldigt, sondern sie hat uns lediglich das Formular gegeben für die Haftpflichtgemeinschaft Deutscher Nahverkehrsunternehmen, HDN heißt diese Versicherungsgesellschaft, und wir sollten den Schaden darstellen. Der Schaden insgesamt waren 351,06 € im Detail nachgewiesen, wovon uns die Haftpflichtversicherung ganze 150 €, also etwas mehr als ein Drittel zurückgezahlt hat und wir mit fast zwei Dritteln an Schaden weiter leben sollten. Deswegen haben wir uns mehrfach an den Herrn Maywald gewendet, den Chef der CVAG, und haben ihm die Situation geschildert.
Im letzten Schreiben hat er sich wenigstens entschuldigt, dass nicht alles gerade gelaufen ist dabei, dass es aber in solchen Unternehmen mal passieren könnte. Und ansonsten mit dieser Meldung an die Haftpflichtversicherung der Fall für die CVAG gegessen ist. Jetzt muss man wissen, wir sind also auf 2/3 vom Schaden als Kunden sitzen geblieben. Und das nach einer Erfahrung. Als erstes die Freundlichkeit des Busfahrers mit dem Aussteigen, den die Tür vor der Nase zuknallen, bevor sie einen Rucksack gehen konnten. Mit dem entsprechenden, also man kann es gar nicht Service nennen, was in der zentralen Servicestelle, an der Zentralhaltestelle passiert ist, bei den zweimal dort aufkommen. Nachdem sich herausgestellt hat, dass die Buskontrolle nach dem Abstellen des Busses nicht funktioniert hat, nachdem sich herausgestellt hat, dass die Reinigung der Busse nicht funktioniert, dass die Buskontrolle nicht geklappt hat, bevor der Bus wieder rausgefahren ist, nachdem uns die Rechtsabteilung maximal versucht hat einzuschüchtern, nachdem sie es nicht hinbekommen, für ihren Fehler, der in minimaler Summe ist, gerade zu stehen, bleibt man als Kunde am Schluss auf knapp 2/3 von dem Schaden sitzen. Und das ist der Bezug zu dem Video, was ich in Mindslam gemacht habe. Aufsichtsrat der CVAG ist die Barbara Ludwig, die über den Fall jetzt ja auch Bescheid weiß und trotzdem hinter der CVAG steht und den Rücken stärkt, statt dass sie sagt, okay, das war nicht in Ordnung und wie können wir solche Situationen in Zukunft vermeiden, dass Kunden auf fast 2/3 von ihrem Schaden sitzen bleiben. Um zurückzukommen zum eigentlichen Thema, was hatte der Auge um Auge Tatort am 12.11. mit der CVAG zu tun? Ganz einfach, die Haftpflichtversicherung deutscher Nahverkehrsunternehmen im Zusammenspiel mit der CVAG und hat doch sehr arg an die Alva Versicherungsgesellschaft und diesen Tatort erinnert. Ich denke, hier gibt es noch einiges zu tun und deswegen war die CVAG auch im Mindslam-Video mit erwähnt.